So, dann wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu einem wunderbaren Video zu Need for Speed Unbound. Wir sind zurück und gestern gab es ja das wunderbare Gameplay-Video und heute haben wir einen neuen Drop, der nicht so interessant ist. Kann ich euch jetzt schon mal sagen, da gehen wir gleich kurz drauf ein, aber der ist nicht so interessant, wie wir uns das gewünscht hätten. Und schon ein anderer Hood-Artikel, weil ich glaube, Braddock, also der Kollege, der sich um die ganze Webseite und dies und das kümmert und auch ein bisschen ums Community-Gedönse, der ist, soweit ich weiß, am Ende der Woche im Urlaub und deswegen haben wir jetzt schon mal einen Under the Hood bekommen, eben eine Woche jetzt vor Release, weil in einer Woche ist es soweit, da spielen wir schon Need for Speed Unbound. So, jetzt sind wir nämlich hier auf der wunderbaren Webseite und ihr seht, das ist Drop 8, nämlich die Heatlist und ich sag mal so, klar, natürlich haben wir alle so ganz minimal gehofft, dass sowas wie die Blacklist damit gemeint ist. Aber ich muss euch leider den Zahn ziehen. Nee, das hat mit der Blacklist so überhaupt 0,0 nada niente zu tun. Ich hab's aber auch nicht anders vermutet. Sondern die Heatlist ist einfach nochmal, ich sag mal, eine kleine Zusammenfassung. Was ist denn, ja, sagen wir mal, was macht denn Need for Speed Unbound aus? Was sind denn eben die Punkte, die ich sag mal, Hitze des Spiels erzeugen? Und das ist einfach nochmal eine Zusammenfassung der letzten Drops. Also wir haben eben das Hero Car, Ace Rockies 190er. Dann haben wir eben hier, wie es darum geht, seinen Style auszudrücken, sei es Fahrzeuge, sei es Kleidung. Dann natürlich der Soundtrack, der relevant für Need for Speed Unbound ist. Und das ist so das Kernding. Also, ja, wie gesagt, der Drop, ich habe auch gedacht, der Drop wäre ein richtiger Drop und würde nicht einfach nochmal das, was in vorherigen Drops ist, in einem anderen Drop zeigen. Das ist irgendwie eine weirde Entscheidung. Wir sehen hier auch nochmal das Gameplay, könnt ihr euch nochmal, kann man sich hier nochmal genau anschauen, was wir gestern schon gesehen haben. Und natürlich auch hier den Spielstart, wenn man natürlich nicht die Palace Edition vorbestellt, sondern ganz normal zocken, kaufen würde, dann am 2.12. Also dementsprechend der Drop leider ein bisschen enttäuschend. Aber wir haben, wie gesagt, noch einen Under the Hood-Artikel bekommen. Und das ist dieser schöne Kollege hier, weil der geht nochmal ein bisschen auf, ja, viele technische Sachen ein, wann könnt ihr spielen, welche Anforderungen hat das Spiel und nochmal ein paar andere Sachen zusammenfassen. Und das würde ich sagen, gucken wir uns jetzt nochmal gemeinsam ein bisschen an, weil das ist auf jeden Fall interessanter als der Drop leider, muss man sagen. Ein Drop kommt noch, das ist aber der Release schon, also der kommt voraussichtlich dann wirklich nächste Woche Dienstag, also der wird dann am Release-Tag kommen, da werden wir dann natürlich, weil wir an dem Tag andere Sachen zu tun haben, nicht drauf eingehen. Nebenbei auch kurzer Hinweis, wer erwartet, dass bei mir Gameplay vor dem Release kommt, ist diesmal nicht der Fall. Diesmal gibt es leider seitens EA keine Möglichkeit, Entscheidung, keine Ahnung warum, keine Möglichkeit vor dem Release schon mal was aufzunehmen, euch ein Let's Play aufzunehmen oder. Macht euch also bereit, an dem Tag, wenn es rauskommt, versuche ich so schnell wie möglich nach der Veröffentlichung euch natürlich das erste Let's Play-Video und dann über den Tag noch ein paar weitere Let's Play-Videos zu liefern. Aber diesmal kommt halt nichts vor dem Release. Das muss ich euch leider in dem Fall sagen. Ja, ein bisschen schade. Ich bin schon derbe heiß, muss ich sagen. Es gibt nämlich natürlich ein paar Punkte, auf die wir eingehen wollen. Natürlich erstmal, wann ist denn Preload? Ne? Gestern gab es schon einen Preload auf Origin. Der war nicht geplant. Oder Origin auf EA Play, auf der EA-App. Der war nicht geplant. Da hat man sich ein bisschen vertan. Nämlich ist der Preload, wie ihr seht, auf dem PC. Am 24.11., also in wunderbaren 2 Tagen. Das passt ja wunderbar, 17 Uhr. Genau, also ja, wirklich morgen, übermorgen ist der Preload auf PC, Xbox Series XS und auf PlayStation dann ein bisschen später. Da seid ihr mit der Palace Edition am 26. November dran und mit der Standard Edition am 29. Hier bei PC und Xbox wird anscheinend nicht unterschieden, welche Version ihr gekauft habt. Ihr könnt alle direkt preloaden. Wie gesagt, hier ist dann nochmal extra für die Standard Edition, gibt es nochmal einen weiteren Preload auf der PlayStation. Also wenn ihr wissen sollt, wann könnt ihr den preloaden. Macht ja mittlerweile Sinn, denn Spiele werden ja auch immer größer, dies, das. Wir leben immer noch in Deutschland und wir haben auch alle immer noch nicht das geilste Internet. Also dementsprechend macht es natürlich schon Sinn, ein paar Tage vorher das Spiel vielleicht auf der Platte zu haben und nicht erst am Release-Tag runterladen zu müssen. So, dann kommen wir auf diese wunderbare Karte hier. Und da hatten wir nämlich, ich hatte unter dem letzten Video nämlich auch den Kommentar, ja, stellt doch eure Konsole einfach auf Neuseeland, um früher zocken zu können. Das funktioniert bei vielen Games, wenn die eine 0 Uhr Release haben. Also viele Spiele releasen ja zum Beispiel am 25. November um 0 Uhr. Und 0 Uhr am 25. November ist je nach Land natürlich ein bisschen was anders. Die Jungs von EA und Criterion haben da leider drauf geachtet. Finde ich auch ein bisschen kacke, bin ich ehrlich. Es gibt nämlich einen weltweiten gleichzeitigen Release und dementsprechend halt zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Wir, ihr seht ja hier, sind wir schon in der Mitte. Um 8 Uhr morgens am 29. geht es los. Ja, da 29. PM UTC, mitteleuropäische Zeit müsste MEZ heißen, ne? Ich bin ein bisschen durcheinander hier. Auf jeden Fall eben 8 Uhr morgens am 29. ist für uns der Release. Und wie gesagt, ein Umstellen der Zeit bringt nichts, weil die Zeit, die ihr dann umstellt, also Neuseeland haben wollt, die haben halt um die Uhrzeit, wo ihr dann da in Neuseeland seid, haben wir dann halt bei uns 8 Uhr. Wie gesagt, hier ist leider nicht auf 0 Uhr gegangen worden, sondern hier hat man darauf geachtet, dass wirklich alle zur selben Zeit die Version bekommen. Ja, also dementsprechend, ne, wie gesagt, Release der Pre-Order Pipapo Edition, ne, ihr wisst, Pre-Order Palace, bla, dies, das, ist am 29. November könnt ihr spielen, aber erst ab 8 Uhr morgens, nicht ab 0 Uhr, wie es bei vielen anderen Spielen, wie gesagt, normal wäre, sondern ab 8 Uhr morgens
wird diese Version freigeschaltet. Ja, das wird ein richtig anstrengender Tag für mich, weil ich habe an dem Tag spätnachmittags noch einen Termin. Und da ist 8 Uhr morgens natürlich richtig geil, weil mir das überhaupt nicht in den Tagesablauf reingeht. Es wird toll. Ich werde mich komplett verausgaben, aber ich muss sagen, ich habe sehr viel Bock drauf, dementsprechend scheiß drauf. Need for Speed ist nur einmal im Jahr oder alle 3 Jahre, je nachdem, wie man es sehen will. Und dann kommen wir noch ein bisschen zu Systemanforderungen. Die PC-Anforderungen könnt ihr euch in Ruhe mal durchlesen. Ich packe euch den Link ja in die Videobeschreibung. Guckt euch gerne an, ob euer PC das packt. Ich wollte aber mal ein bisschen hier drauf eingehen, weil hier haben wir jetzt die Konsolen-Eckdaten mal bekommen, was die Konsolen denn packen. Und PS5 und Series X laufen beide mit 4K 60. Das finde ich persönlich sehr, sehr geil und sehr, sehr lobenswert, weil wir haben immer noch sehr viele Spiele, die jetzt rauskommen, gerade mal 4K 30 abliefern. Und 4K 60 ist schon wirklich, wirklich nice. Ich persönlich werde, denke ich, auf der Konsole starten. Also ich habe mir die Series X-Version jetzt geholt, einfach weil ich mit der keinen technischen Trouble haben werde. Ne? Wenn der Release ist, will ich halt einfach drauf loszocken und mich nicht noch erst gucken, welche Grafikeinstellung kann ich machen und. Da möchte ich mir die Kopfschmerzen ein paar Tage später mit gerne drum kümmern. Deswegen, wir starten bei mir im Let's Play mit der Series X. Und da ist natürlich sehr schön zu lesen, dass wir mit 4K 60 reingehen. Ich lade euch das Ganze natürlich dann nur in 1044p für euch hoch am Ende. Aber natürlich sieht das trotzdem ziemlich sick aus, weil ich es in 4K recorde. Wird also geil. Wie gesagt, sehr geil, dass PS5 und Series X 4K 60 schaffen. Ich hoffe auch natürlich stabil, aber das ist schon mal sehr, sehr viel wert. Und auf der Series S das Ganze 1080p mit 60 FPS. Und natürlich bei PC so viel, wie ihr könnt. Gehen wir noch weiter. Crossplay gibt es nämlich auch noch. In welchem Modi ist Crossplay verfügbar? Crossplay ist in Lakeshore verfügbar, dem Online-Multiplayer. Ja gut, macht Sinn, dass es im Singleplayer nicht drin ist. Wie verwendet man Crossplay? Wenn ihr Lakeshore zum ersten Mal startet, werdet ihr darüber informiert, dass Crossplay aktiviert ist. Wenn diese Option aktiviert ist, könnt ihr gegen Spielerinnen auf PC, PS5 und Series XS fahren. Für Xbox müsst ihr Crossplay möglicherweise in den Kontoeinstellungen aktivieren. Wenn ihr Lakeshore online startet, könnt ihr plattformübergreifend zu eigenen Rennen einladen oder an anderen Rennen teilnehmen. Wenn ihr Crossplay deaktiviert, fahrt ihr nur gegen Spielerinnen mit derselben Plattform wie euer. Und dieses Aktivieren-Deaktivieren-Ding ist immer noch so ein Ding, das kommt von Sony, falls jemand das sieht. Die PlayStation-Leute sind immer noch nicht so Crossplay-affin. Die machen es mittlerweile hier und da möglich, aber ich weiß aus EA-Quelle, dass Sony immer diejenigen waren, die gegen Crossplay so ein bisschen am Schießen waren. Sonst hätten wir Crossplay schon viel, viel früher gehabt. Mittlerweile ist ja Gott sei Dank fast selbstverständlich geworden, aber wir hatten noch eine Zeit, wo Crossplay, das war der heilige Gral, wo man gar nicht drüber nachgedacht hat. Crossplay zwischen der PlayStation und Xbox, das wird niemals passieren. Mittlerweile ist es ja grundsätzlich soweit. Optionen einstellen. Need for Speed Unbound bietet euch viele Möglichkeiten zur Anpassung eures Charakters und eures Wagens. Aber es gibt auch viele Einstellungen, die euch bei eurem Erlebnis in Lakeshore City unterstützen. Geht im Hauptmenü die Einstellung, eure Einstellung über die Barrierefreiheit. Ja, dann haben wir hier noch schön viele Barrieremöglichkeiten. Textausgabe, Untertitel, Schwierigkeitsgrad gibt es hier sogar. Locker, herausfordernd, intensiv. Finde ich schon mal gut, dass man da wählen kann. Gab es aber auch bei eben natürlich bei Need for Speed Heat auch. Wir werden natürlich, denke ich mal, auf den Modus hier gehen, weil ich glaube, mit den Cops und dem ganzen Kalendersystem und dem Heat-System, ich glaube, die meisten Reize wird das Spiel machen, wenn es dir wirklich richtig die Fresse verhaut. Also dementsprechend werden wir auf jeden Fall offensiv in die Story reingehen. Da habe ich richtig Bock drauf. Bewegungsschärfe an, aus. Auch schon mal nice, dass das geht. Ich werde es natürlich anhaben, weil ich muss sagen, natürlich für Videos ist es nicht immer super geil, weil YouTube und Twitch Codex Rennspiele mit Blur einfach maximal hassen. Die Sache ist halt, ich finde halt, dass es halt für Need for Speed oder so ein Rennspiel, Arcade Racer irgendwie dazugehört, dass alle, dieses Geschwindigkeitsgefühl kommt dafür für mich rüber. Wisst ihr, wie ich meine? Ich brauche meinen Blur, damit das sich schnell anfühlt. Kamera wackeln finde ich interessant, dass es einen Regler gibt. Werden wir im Let's Play, denke ich mal, ausprobieren. Wir werden einmal Minimum machen und einmal to the max. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir ein halbes Earthquake auf dem Bildschirm haben oder nicht. Ich bin gespannt. Schöne Einstellungsmöglichkeiten auf jeden Fall schon mal. Steuerung, Fahreinstellungen. Unter Hauptmenü-Einstellungen findet ihr eine Reihe von Funktionen, mit deren Hilfe ihr euer Spiel so anpassen könnt, wie ihr es wollt. Im Abschnitt Steuerung könnt ihr den Tonbereich anpassen, die Vibration aktivieren, deaktivieren, sowie Tastenbelegung für Menüs und das Spiel wird ansehen und ändern. Okay, hier geht's heißt schon mal Tastenbelegung für Menüs und ansehen und ändern. Ich bin mal gespannt, inwiefern. Bei Heat war die Tastenbelegung relativ festgelegt. Das liegt aber daran, was fast alle Tasten auf dem Controller bei Need for Speed meist belegt sind mit Sachen. Ich vermute auch, dass da nur relativ rudimentär entweder aus bestimmten Schemata wählen können, hier Belegung 1, Belegung 2, oder halt nur sehr grundlegend belegen können. Ich denke, eine komplett freie Belegung auf der Konsole würde ich stark vermuten, werden wir nicht haben. Ich denke, das ist ja so ein PC-Ding am Ende. Lust aber nicht herausfordern, dann öffnet die Fahreinstellung, ändert eure Gangschaltung von Automatik auf manuell. Schon mal gut, dass es drin ist. Ihr könnt auch das Einheitssystem ändern, MPH oder KMH, sowie das Kamerawinkel und die Kameraneigungsempfindlichkeit einstellen. Kameraneigung, okay. Jawohl, das wird ja einfach nur sein, wie schnell ich die Kamera mit dem Stick bewegen kann. So, Controller-Feedback. Xbox Series XS und die PS5 haptisches, trigger-spezifisches Feedback wird auf Konsole unterstützt. Als PS5 wird dann auch die adaptiven Trigger haben, was ziemlich geil ist, glaube ich, beim Rennspiel. Und PC-grundlegendes Controller-Feedback vibrieren wird bereits bei Veröffentlichung unterstützt. Das heißt aber so für mich, weil grundlegend, dass wirklich diese beiden Features der beiden Konsolen noch nicht in der PC-Version adaptiert sind. Weil es gibt natürlich auch Leute, die PS5 oder Xbox Series X-Controller am PC nutzen. Dementsprechend würde ich aber vermuten, dass die Features, die die Konsolen mit sich bringen,
auf der PC-Version am Anfang noch nicht unterstützt werden, aber ich glaube, das wird, wenn Weltzeiten erfolgen. So, dann haben wir Lenkradunterstützung. Muss ich sagen, es könnte mir bei einem Rennspiel wie Need for Speed nicht mehr am Arsch vorbeigehen, bin ich wirklich ehrlich mit euch, weil, ja, es ist für mich ein knallharter Arcade-Racer und die Fahrphysik gesagt eindeutig, lass ein Lenkrad davon weg. Das ist für mich ein Controller-Spiel. Wer Bock hat, Lenkräder zu zocken, der kann natürlich hier schön reingehen. Die Auswahl ist jetzt nicht gigantisch, aber, ja, wie gesagt, ne, könnt ihr machen. So, Grafik- und Audio-Einstellungen. Schaltet die Bewegungsstärke ein oder aus, greift eure Farbenblindheit, passt die Kamera gut, bla bla. Beim Sound wie dem von Need for Speed am Bauen ist nur logisch, dass wir auch ein paar Audio-Einstellungen haben. Euch stehen 17 verschiedene Einstellungen zur Auswahl, wie zum Beispiel Änderungen des dynamischen Bereichs, die Einstellung der Wagen, Spracheffekte und Musiklautstärke. So wie die Änderung von Voice-IP-Einstellungen. Für den Fall, dass ihr mit Freunden die Straße von Lakeshore online unsicher macht. Schon mal gut. Kann man also alles einzeln regen, einzeln ist gut für ein Let's Play, vor allem wenn einem bestimmte Sachen, da kann man die Musik hier und da vielleicht ein bisschen leiser regen, um nicht konsequent mit Copyright auf die Fresse zu fliegen. Aber schön, dass das auf verschiedene Tonspuren gezogen ist. So, haben wir jetzt hier nochmal eine Zusammenfassung, was denn die Inhalte vom Spiel sind. Wir haben natürlich die Kampagne, ne? Willkommen in Lakeshore City, einem Paradies für Streetracer. Euer Ziel, verdient im Laufe der Woche genug Geld, um euch in die wöchentliche Qualifikation einkaufen zu können. Rüstet euer Wagen auf und passt sie an, um am The Grand teilzunehmen und gewinnt alles, um im Spiel $1 Million zu erhalten. Ich finde gut, dass das ganze Story-Thema mit, ich glaube, uns und einem Kumpel wurde ein Auto geklaut und das haben wir zurückbekommen. Hier in der Kampagnenzusammenfassung jetzt überhaupt keinen Platz mehr gefunden. Es gibt eine Story, also soll eine Story geben, mit Charakteren, die ist das, ihr wisst Bescheid. Das ist jetzt in der Zusammenfassung halt kurz unter die Räder geraten, aber ja, anscheinend. Na gut, nebenbei, das Bild hier ist schon, muss man sagen, das Bild sieht sehr geil aus, gefällt mir wirklich, wirklich gut. So, Lakeshore Online in der Multiplayer, bla bla bla. Vor allem andere Ways auf dem Server hinaus, bla, genau, kennen wir ja schon. Dann eben Wettsystem, Optik-Tuning, jetzt wird hier nochmal alles zusammengefasst, was eben die von Speed anbauen ausgemacht hat. So viel auf jeden Fall erstmal zu der Zusammenfassung. Wie gesagt, der Drop ist es wirklich nur Zusammenfassung. Ich fand jetzt zumindest, wie gesagt, den Under the Hood-Artikel ganz interessant, weil da mal ein bisschen noch ein paar technische Sachen eingegangen sind und ein paar Sachen geklärt worden sind, wie Release, Preload und. Das finde ich schon mal sehr, sehr, ja, lobenswert, dass sie darauf eingegangen sind. Ja, das war's, denke ich mal, dann auch schon mit Drops. Also, das war der letzte Drop vor Release, der letzte Under the Hood-Artikel vor Release. Jetzt steht nur noch der Release an. Eine Woche, liebe Leute, ist Release von Need for Speed Unbound, also der Palace Edition mit Pre-Order, ihr wisst Bescheid. Am 29. 8 Uhr morgens geht's los und da starten wir rein. Also wie gesagt, ich werde natürlich ab 8 Uhr morgens hier direkt heiß mit dem Controller sitzen wie Frittenfett und sobald ich versuche, so schnell es geht, natürlich euch eine Folge rauszudroppen und dann über den Tag, ich denke mal am ersten Tag, ich versuche so 3 Folgen, so 3 Let's Play-Folgen, gucken wir mal, das wäre so für den Release-Tag, wäre das so der Plan. Schauen wir mal, wenn ihr darauf Bock habt und euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen rum da, würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns nächste Woche wieder, dann geht's nämlich in Need for Speed am Bound rein. Ich hab Bock, ich hoffe, ihr habt Bock und bis nächstes Mal. Tschüss, tschüss. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to top it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that.